Ja, Freunde, heute Teil 4 unserer Doku. Wir bauen ein Nanoriff-Aquarium und gleich geht's los, direkt nach dem neuen Intro. Ja, hallo liebe Meerwasserfreunde. Ja, wie versprochen in der Woche hier noch der vierte Teil. Ja, da ist jetzt im Prinzip, sage ich mal, was passiert, was jetzt auf der einen Seite nicht so schön ist, auf der anderen Seite aber eigentlich ganz gut, weil jetzt kann ich euch das nämlich auch mal schön erklären. Von daher finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, es ist auch nicht so tragisch. Wir haben im Prinzip in dem kleinen Nanobecken jetzt eine Bakterienblüte, eventuell Bakterienblüte, deswegen sage ich das, weil wir haben gerade einen relativ kniffligen Fall, ja, den ich jetzt persönlich gar nicht so tragisch finde, weil das Gute daran ist, ja, das ist für euch jetzt relativ lehrreich. Also es gibt zum einen Bakterienblüte, die kann passieren, wenn man halt, ja, auch durch viel Fütterung als Beispiel, halt eben viel Zucker ins Becken reinbringt. Dadurch kann eine Bakterienblüte entstehen. Das ist im Prinzip eine Explosion der Bakterien, die vermehren sich halt eben extrem, sage ich jetzt mal. Dadurch wird das Wasser milchig. Ja, so, ich bin also heute Morgen reingekommen, nur um das mal kurz so den Verlauf zu erklären, weil es ist auch relativ lehrreich für viele Anfänger, die dann erstmal verzweifeln und denken, mein Gott, was ist jetzt passiert? Also ich bin heute Morgen, wie gesagt, ins Wohnzimmer reingekommen, das Licht ging langsam an und ich sah halt eben schon, ja, die milchige Trübung im Becken. Ja, und mein erster Gedanke war natürlich, wie gesagt, Bakterienblüte. Da müsst ihr dann wie folgt vorgehen. So, ihr guckt erstmal ins Becken rein, checkt das ab, ob alles in Ordnung ist, ob die Tiere in Ordnung sind. Mir ist dabei sofort aufgefallen, dass oben ein Stück der Alveopora abgestorben ist über Nacht. Ich habe diese ja aufgrund ihres massiven Wachstums halt schon zwei, dreimal fragmentiert, also immer ein Stückchen abgeschnitten quasi, um die ein bisschen kleiner wieder zu halten. Jetzt kann es natürlich sein, dass die dadurch halt auch vielleicht verletzt wurde, ja, sich das eben bakteriell infiziert hat an der Koralle und dass sie da halt eben ein Teil der Alveopora abgestorben ist. So, jetzt habe ich natürlich genau den Knackpunkt und den finde ich eigentlich jetzt gar nicht schlecht, dass es so passiert ist, weil jetzt haben wir zwei Dinge, die es sein könnten. Es könnte eine ganz einfach eine normale Trübung sein, die halt darauf gekommen ist, weil halt eben, wie gesagt, eine Koralle abgestorben ist. Es könnte aber auch die Bakterienblüte sein. So, das Erste, was jetzt erstmal zählt, Ruhe bewahren. Ja. Im Netz stehen in vielen Ecken auch halt eben Sachen, sofort reagieren und, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, da ist schon mal des Häufigeren was passiert, das will ich gar nicht abstreiten, aber so extremst muss man natürlich jetzt auch nicht Gas geben. Ja, da solltet ihr erstmal Ruhe bewahren und erstmal, wie gesagt, Punkt 1, den Blick ins Becken. Ja. Schaut rein, ob sonst alles in Ordnung ist. Das heißt, wenn ihr trübes, milchiges Wasser habt, es ist aber keine einzige Koralle kaputt in dem Sinne oder halt verendet, dann kann es natürlich eine Bakterienblüte sein. Ist aber auch irgendwo eine Koralle vielleicht verendet, dann kann es auch ganz einfach nur eine Wassertrübung sein, ja, die jetzt im Grunde genommen auftritt, weil halt eben da ein Tier verstorben ist und jetzt sich in seine Bestandteile zersetzt und das durchs Wasser treibt. Ja, also das müsst ihr natürlich abwägen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen näher ans Becken ran, dann kann ich euch ein bisschen mehr dazu zeigen und auch noch erklären. Ja, ich versuche das hier euch mal zu zeigen. Ist natürlich jetzt schwer aufzunehmen, diese Trübung halt eben. Aber ich denke, ich hoffe mal, dass man es gut sehen kann. Ja, das Wasser ist jetzt im Prinzip so, ja, ich will mal sagen, milchig geworden. Das könnte natürlich eine Bakterienblüte sein.
Das ist jetzt halt eben nur leider schwierig, ob es eine ist oder nicht, weil mir ist auch auf der anderen Seite die Alveopora, die sonst immer mega geöffnet war, die ist jetzt auf einmal zugegangen. Das ist halt eben leider Gottes bei Gonioporen und Alveoporen oftmals so. Ja, diese Korallen, die sind halt, ja, in manchen Becken sind die super haltbar, in manchen nicht. Habe ich selber auch schon des Öfteren erleben müssen. Und da wird es natürlich jetzt echt tricky. So, denn hier seht ihr nämlich die Alveopora. Da oben ist nämlich das Skelett im Prinzip davon. Die ist halt eben abgestorben. Da wehen auch noch die Fetzen rum. So, jetzt sind wir natürlich an einer Situation. Jetzt kann es natürlich sein, weil eine Koralle halt eben abgestorben ist, sind natürlich dementsprechend das Wasser auch belastet. Weil klar, das ist natürlich ein Nanobecken. Ja, das muss man jetzt erstmal ja, rausfinden, was es ist. Es könnte eine Bakterienblüte sein, die dadurch entstanden ist, weil ich habe auch gestern halt eben auch noch gefüttert. Habe dadurch natürlich viel Nährstoffe reingebracht, vor allen Dingen halt auch eben Zucker wahrscheinlich. Der kann natürlich jetzt in dem System eine Bakterienblüte ausgeführt haben. Tja, da muss man jetzt halt gucken. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, also ihr solltet auf jeden Fall erstmal definitiv Ruhe bewahren, nicht nervös werden. Es muss jetzt erstmal geklärt werden, was es ist. Definitiv vorzubeugen, das auf jeden Fall, und das solltet ihr als allererstes immer sicherstellen. Das ist im Prinzip eine gute Sauerstoffversorgung. Ja, das heißt, ich habe also jetzt den Abschäumer aktuell sauber gemacht. Weil es ein Luftabschäumer ist, bin ich jetzt auch hingegangen, habe direkt ein neues Steinchen eingebaut, also so ein Lindenholzausströmer. Den habe ich also erneuert, damit ich also 100% direkt wieder richtig super Sauerstoff bekomme. Weil, wenn es eine Bakterienblüte ist, dann fressen die Bakterien halt eben relativ schnell den Sauerstoff im Wasser auf, weil die sich in ihrer Population so weit vermehren. Und dann brauchen die Sauerstoff. Und wenn es halt eben viel, viel mehr Bakterien sind, als es normalerweise sind im Becken, ja, dann kommt es natürlich vor, dass sie halt extrem den Sauerstoff verbrauchen. Also, das müsst ihr auf jeden Fall sichern, dass ihr dahin geht und sagt, okay, wir müssen den auf jeden Fall hundertprozentig erstmal absichern. So, weiter habe ich jetzt hinten in den Schacht jetzt hier im Prinzip, in den ersten, wo das Wasser zurückläuft, da habe ich jetzt erstmal Aktivkohle reingetan. Falls es jetzt wirklich tatsächlich nur daran liegt, an der Koralle, die da jetzt eben verstorben ist, muss ich halt gucken, dass ich den Rest jetzt an ja, Unrat da raushole und dann nochmal über Aktivkohle halt eben filtere, um halt eben, wie gesagt, ja, Giftstoffe herauszuziehen, Gelbstoffe rauszuziehen. Ja. Das werde ich jetzt erstmal so versuchen. Wie gesagt, nicht in Panik oder so geraten, erstmal ins Becken reinschauen. Da müsst ihr halt immer erstmal gucken, weil, wie gesagt, in meinem Fall war es jetzt recht schwierig. Ja? Wenn also im Becken bei euch grundsätzlich alles in Ordnung ist, ja, dann ist das im Prinzip eine Geschichte, dann könnte es eher eine Bakterienblüte sein. So, wenn das aber jetzt wie in meinem Fall halt eben, wie gesagt, ich bin heute Morgen reingekommen, das Licht ging an, ich habe sofort gesehen, okay, Milchgetrübung, oho, Bakterienblüte. Klar war erstmal der erste Gedanke, den ich hatte. Wobei, wie gesagt, ich habe dann erstmal ins Becken reingeschaut. Ihr müsst dann erstmal ins Becken reingucken, kontrollieren. Ich habe halt eben gesehen, okay, da oben ist die eine, ein Stück der Alveopora abgestorben. Wodurch auch immer, kann natürlich sein, die Alveopora ist extrem gewachsen. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt gehabt. Und ich habe die natürlich halt gecuttet, also ich habe die ein bisschen verkleinert, weil die halt eben wirklich zu massiv wurde. Kann natürlich sein, dass ich die da halt eben verletzt habe, dass sich da halt eben irgendwo ja, ein Bakterienfilm gebildet hat an der Alveopora und dass sie halt eben dadurch abgestorben ist. Das kann natürlich passieren durch das Fragmentieren. Das war aber jetzt für mich natürlich, ja, ich sag mal, die schwierige Geschichte jetzt, das jetzt auszugleichen. Ja, also jetzt zu versuchen zu verstehen, woran kann das jetzt in dem Moment jetzt gerade liegen?
weil ich jetzt natürlich zwei Sachen habe. Ich habe zum einen halt die milchige Trübung, die vielleicht auf eine Bakterienblüte zurückschließen kann. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine abgestorbene Koralle. Das kann natürlich auch diese Trübung hervorrufen, weil wir reden hier natürlich von einem Nanoriff. Das heißt, ein sehr kleines System. Und ja, da ist natürlich die Geschichte bei so kleinen Becken halt, ja, da wird es natürlich sehr schwierig, wenn die Wasserparameter sich da leicht verändern, halt eben ein extrem hoher, ja, Nährstoffüberschuss durch eine abgestorbene Koralle entsteht, haben wir natürlich das Problem, dass das System relativ schnell aus dem Ruder läuft. Ja, ich werde euch jetzt auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, ich werde es jetzt einfach mal einen Tag jetzt hier beobachten. Wie gesagt, Sauerstoffversorgung habe ich auf jeden Fall zu 100% gewährleistet. Des Weiteren habe ich jetzt Aktivkohle eingeführt und ja, jetzt werden wir halt mal abwarten, was sich jetzt so in den nächsten Stunden tut, ob es besser wird. Ich habe schon so das Gefühl, das läuft jetzt gut 2 Stunden mit der Aktivkohle. Ich habe jetzt schon so gut das Gefühl, dass es besser wird, meine ich zumindest, wobei natürlich auch das Licht jetzt langsam rauffährt. Von daher, da kann man es dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser sehen. Ja, und wenn es das nicht ist und das nicht hilft, dann wird es, wie gesagt, halt eben tatsächlich eine Bakterienblüte sein. Ja, und was wir dann machen, das zeige ich euch dann natürlich auch noch. Ja, so, falls das sich dann tatsächlich halt eben zu einer Bakterienblüte entwickeln sollte, dann verwendet ihr am besten eine sogenannte UVC-Anlage. Ich habe jetzt hier mal eine von der Firma JBL. Das ist eine relativ kleine, für die Nanos sollte die locker ausreichen. Ja, sowas habe ich halt da, weil es kann immer mal sowas passieren. Ja, also Meerwasser, muss man halt eben sagen, ist nicht immer alles schön und alles super. Da können natürlich auch mal Probleme auftreten. Ja, eine UVC, was ist das im Prinzip? Ihr seht hier die Anschlüsse. Ja, hier macht ihr im Prinzip Schläuche dran. Dann eine Pumpe dazwischen hängen, die Pumpe setzt ihr ins Becken, schiebt quasi mit der Pumpe in einen Anschluss rein und in dem anderen wieder raus. Wenn wir den jetzt hier aufschrauben, da haben wir hier drinnen, da kommt dann die UVC-Lampe rein, der UVC-Brenner sozusagen. Das ist halt eben eine Lampe, die eine UVC-Strahlung rausgibt und die tötet dann quasi die Bakterien ab, die uns jetzt halt im Becken stören, die uns jetzt das Becken trübe machen. Die können wir halt mit so einer UVC-Anlage im Prinzip eliminieren. Ja, ich sage jetzt einfach mal, sowas sollte man vielleicht auch immer mal da haben. Auch so eine kleine Pumpe halt eben. Tja, für den Fall der Fälle halt eben. Ne? Ich meine, gut, je nachdem, wo man wohnt, gibt es vielleicht in der Nähe einen anderen Meerwasser-Aquarianer, der jetzt halt eben sowas da hat. Da kann man sich das mal ausborgen. Da kann man sich vielleicht auch mit Freunden, die halt auch das Hobby betreiben, halt eben vielleicht absprechen, dass man da vielleicht zusammenschmeißt und sich so eine Anlage halt eben kauft und die einfach irgendwo bei einer Person deponiert. Und für den Fall der Fälle kann man sich die dann da halt eben wegholen. Ja, so, da habt ihr das jetzt mal so ein bisschen aus der Nähe gesehen und ich habe euch da auch ein bisschen was zu erklärt, was man machen sollte. Wie gesagt, abschließend dazu, das allererste und wichtigste ist halt immer Ruhe bewahren. Ja, also bewahrt immer die Ruhe, nicht nervös werden. Ganz so schnell passiert nichts an eurem Becken. Ja, es ist nicht auszuschließen, das ist halt immer so. Deswegen wollte ich auch, fand ich das jetzt eigentlich mal ganz gut. Es ist zwar jetzt nicht so toll. Ich werde das auch wieder in den Griff bekommen. Ich fand es aber wirklich jetzt zufälligerweise zum Dreh des Videos halt eben eine ganz gute Sache, um euch das halt mal zu zeigen. Ja, weil so Fälle kann man natürlich immer schlecht, das war jetzt eine Glückssache, sage ich jetzt mal so, ja, weil so Fälle kann man immer relativ schlecht bearbeiten, wenn man sie selbst nicht im Becken hat. Ja gut, wir müssen auch ehrlich sein, Meerwasser-Aquaristik ist nicht immer nur schön, ja, da ist nicht immer alles super und alles in Ordnung und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Da kann natürlich auch schon mal Action auftreten. Tja, es gibt noch weitere Plagen. Wir werden in einer weiteren Folge auch noch Glasrosen und Kugelalgen bearbeiten, weil das ist halt auch so ein Ding, was man sich einschleppen kann. Habe ich mir auch hier in dem Becken tatsächlich mit eingeschleppt durch Ableger. Ist halt eben nicht zu vermeiden.
Aber das schauen wir uns dann, wie gesagt, im nächsten nochmal an. Nächstes Video würde ich auch ganz gerne vielleicht mal ein bisschen mehr in die Technik gehen. Es gab unwahrscheinlich viel Feedback zum Punkto Technik. Ihr wollt also, oder einige von euch Zuschauern, wollen ganz gerne mal ein bisschen mehr über die Technik hören und sehen. Ich würde sagen, für die nächste Folge machen wir mal ein bisschen was mit Beleuchtung, weil es ist halt immer in der im Nanobereich wirklich sehr schwierig, da auch passende Dinge und Sachen zu finden. Das ist leider so. Finde ich auch nicht so prickelnd, weil ich kenne das seit vielen Jahren schon. Es ist immer echt mega schwierig, da überhaupt irgendwas zu finden. Und ja, wir werden in der nächsten Folge ein bisschen über die Beleuchtung reden, weil da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt auch mittlerweile ein paar tolle Sachen, die uns Nanoleuten so ein bisschen, sage ich mal, weiterhelfen, wo wir auch wirklich sagen können, das ist echt für Nano rausgebracht worden, weil da sind wir Nanoleute echt leider immer wiederum benachteiligt. Ne? Beleuchtung gibt es immer nur unwahrscheinlich teure Lampen, Haltermöglichkeiten gibt es kaum. Das wird auf jeden Fall für die nächste Folge der Part werden. Da werde ich ein bisschen was zur Technik, zum Punkt Beleuchtung erklären. Also Freunde, ich hoffe, die kleine Folge hat euch gefallen. Ich fand es halt eben, wie gesagt, sehr gut, dass es halt eben so passiert ist. So konnte ich euch das halt mal zeigen. Und ich werde euch da aber auch auf dem Laufenden halten, weil, wie gesagt, ne, ich habe ja euch erklärt, ich habe jetzt nur Aktivkohle drin. Falls es eine Bakterienblüte sein sollte, werde ich halt eben die UVC noch anschließen und da mache ich euch aber dann gegebenenfalls nochmal ein separates Video zu. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist eventuell liegt es nur an der verendeten Koralle, denke ich jetzt mal. Ich hoffe es. Bakterienblüte wäre mir jetzt auch, wäre nicht so schlimm. Ja. Wie gesagt, bei Bakterienblüte halt immer nur dran denken, ausreichende Sauerstoffversorgung, das ist da wirklich das Allerwichtigste, dass ihr da den Sauerstofflevel immer hochhaltet, weil der Sauerstoff wird da halt eben sehr, sehr schnell verbraucht und das ist erstmal das Allerwichtigste. Aber das seht ihr ja in dem kommenden Video und ja, das gibt es dann auch wieder nächste Woche. Bis dahin, achso, ihr wollt bestimmt noch ein paar Aufnahmen vom Becken, ja. Ich gebe euch noch mal so eine Gesamteinsicht kurz. Wirklich schön ist es ja heute nicht. Von daher viel Spaß im Abspann. Haut rein, bis nächste Woche, euer Marc. Ciao, ciao.